Die Krise im Dürregebiet in Äthiopien verschärft sich. Die Familien dieses Dorfes leben in einer der stark betroffenen Regionen Äthiopiens und kämpfen mit der Lebensmittelknappheit und steigender Unterernährung. Valerie Amos, UN-Nothilfekoordinatorin, besuchte das Gebiet und rief zur weiteren Unterstützung für Äthiopien auf. Die Menschen versuchen nun immer schneller vor dem schwelenden Konflikt und der Unsicherheit im Land zu fliehen. Das macht die Lage so extrem schwierig. Die Flüchtlinge erhalten an den Gesundheitsstationen Nahrungsmittel und medizinische Versorgung sowie hochproteinhaltige Nahrung für die Kinder. Nothelfer berichteten bereits, dass sie am Rande ihrer Kapazitäten arbeiten und mehr Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft benötigen. Wir brauchen dringend mehr Hilfsgüter und finanzielle Mittel, um diese vor Ort zu kaufen. Mehr Mitarbeiter, ja mehr von allem, was uns hilft, diese schwere Krise nicht in einer Katastrophe enden zu lassen. Die Mutter dieser 5 Kinder lief 8 Stunden zur nächsten Hilfsstation. Doch trotz der Lebensmittelrationen, die sie dort erhält, befürchtet sie, dass ihre Kinder nicht überleben werden. Wir haben 1 Liter Öl und 8 Kilo Weizenmehl bekommen. Das muss für 15 Tage reichen. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Menge meine Kinder ernähren soll. Laut World Food Program erfährt Ostafrika die schlimmste Dürre seit 50 Jahren mit über 10 Millionen Betroffenen. Helfen Sie Leben retten. Jetzt mit Ihrer Spende. Spendenkonto 102030, Bank für Sozialwirtschaft Köln oder online unter www.aktiondeutschlandhilft.de. Aktion Deutschland hilft, das Bündnis der Hilfsorganisationen.